WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 2. Juli 1724. Der Geburtstag des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock. Im Frühlingsschatten fand ich sie. Da band ich sie mit Rosenbändern. Sie fühlte es nicht und schlummerte. Ein Schlüsselgedicht, das Friedrich Gottlieb Klopstock seiner großen Liebe widmete, Meta Moller. Ich sah sie an. Mein Leben hing mit diesem Blick an ihrem Leben. Ich fühlte es wohl und wusste es nicht. Das Rosenband, 1753. Am Nordrand vom Harz liegt Quedlinburg, Kaiserpfalz und Hansestadt. Enge Gassen, die romanische Kirche des einstigen Damenstifts, Fachwerkhäuser. In einem der Häuser wurde der Dichter geboren. Doch lispelte ich ihr sprachlos zu und rauschte mit den Rosenbändern. Da wachte sie vom Schlummer auf. Friedrich Gottlieb Klopstock, Schöpfer empfindsamer und einfühlsamer Poesie, Wegbereiter der literarischen Moderne, Briefeschreiber, Essayist, Odendichter. Sie sah mich an. Ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben. Und um uns ward's Elysium. Ich habe Klopstock in der Uni kennengelernt über ein Seminar, das hieß Klopstock Ausrufezeichen. In Klopstocks Kinderstube steht die Literaturstudentin Maria Junker. Und dann haben wir uns seinen Texten angenähert, die ja für uns ganz, ganz ungewohnt sind heute. Die sind ja sehr, na, man denkt, sperrig, aber haben eine ganz faszinierende Struktur. Lyrische Experimente, mit denen Klopstock die Verse vom engen Reglement des Reims befreite. Dann haben wir uns gleichzeitig aber auch Anekdoten angenähert, seinen Briefen und dadurch dann Zugang bekommen. Und dann war plötzlich Klopstock Ausrufezeichen bei uns. Eine dieser Anekdoten beginnt mit Lockenwicklern aus Hadernpapier und entpuppt sich als eine der schönsten Liebesgeschichten im 18. Jahrhundert. 1749, Hamburg im Frühling. Die Kaufmannstochter Meta Moller sitzt am Frisiertisch einer Freundin, auf dem Papillotten liegen, Haarwickler aus alten Zeitschriften. Die gerollten Zeitungsstreifen sind bedruckt mit Versen aus dem Heldenepos Der Messias. Meta Moller rollt sie auf und liest. Schönster der Tage, du sollst vor allen künftigen Tagen festlich und heilig uns sein. Dich soll vor deinen Gefährten, kehrest du wieder zurück, des Menschen Seele, der Seraph und der Cherub beim Aufgang und Untergange begrüßen. Meta Moller hat das gelesen, hat gesagt, das ist ja wahnsinnig gut. Wer hat das geschrieben, den will ich kennenlernen. Christiane Holm, Literaturwissenschaftlerin an der Universität in Halle an der Saale. Und hat ihn dann zu sich nach Hause geholt. Und insofern ist er auch gar nicht der Regisseur dieser Beziehung gewesen, von Anfang an nicht. Die Texte waren quasi das, was sie verbunden hat. Sie ist klug, belesen, witzig. Sie ist 23, er 4 Jahre älter. Liebe kleine Mollerin. Hamburg, den 21. April 1751. So schreibe ich schon an Sie. Mein lieber, lieber Klopstock. Antworten Sie mir ja bald. Hamburg, den 8. August 1752. Und vielleicht wird auch Ihr Gemälde bald fertig. Sie schreiben sich Briefe, verlieben sich, werden ein Paar. Für deine Oden küsse ich dir die Hand. Für den Messias die Füße. Die ersten 3 Gesänge seines Epos über die Passion Christi machen Klopstock zum gefeierten Dichter und den Messias zur modernen Erbauungsliteratur. Verse, die den Schweizer Philologen Johann Jakob Bodmer veranlassen, den Autor mit einem Stipendium nach Zürich zu locken. Der Einfluss des fast 30 Jahre älteren Gelehrten verhilft dem aufstrebenden deutschen Dichter zum Durchbruch. Bodmer hatte sich nach dem Lesen der ersten 3 Gesänge des Messias erwartet, dass ein engelsgleicher Jüngling kommt. Brigitte Meixner vom Friedrich-Gottlieb-Klopstock-Verein. Nichts davon geschah, weil Klopstock war ein umschwärmter Mittelpunkt eines Kreises von jungen Damen, von jungen Männern. Und da hat er natürlich nicht so viel gedichtet, aber umso mehr andere Dinge gemacht. Reiterkunststücke auf dem Frauenmünsterplatz, geraucht, also Bodmer die Gardinen voll geraucht. Für seinen Ziehvater Bodmer in Zürich ist es ein Skandalon gewesen, diesen jungen Mann, von dem er sich weiterhin Großes in der christlich inspirierten Dichtung erhofft hatte, auf der einen Seite als Autor des Messias zu erleben. Christian Sobot, Literaturwissenschaftler in Halle an der Saale. Und auf der anderen Seite aber eben auch als denjenigen, der dem Weine sehr zugetan ist, der Sport getrieben hat. Vor dem studierten Theologen Bodmer steht kein vergeistigter Autor, der seinem Werk entspricht.
Im Gegenteil, Klopstock offenbart scheinbar widersprüchliche Identitäten. Er ist spirituell und sinnenfreudig, feiert das Diesseits mehr denn das Jenseits, unternimmt im puritanischen Zürich eine Kahnfahrt im Kreis junger Männer und Frauen, bedichtet den Ausflug in seiner Ode »Der Zürcher See«. Oh, so bauten wir hier Hütten der Freundschaft uns. Ewig wohnten wir hier, ewig. Der Schattenwald wandelt uns sich in Tempe, jenes Tal in Elysium. Der Stimmung Ausdruck verleihen, das ist neu. Klopstock überbrückt die Kluft zwischen Denken und Fühlen, zwischen Geist und Seele, findet Worte für die Befindlichkeit einer ganzen Generation und schafft einen literarischen Stil, der junge Menschen begeistert. Er war der Star, der Popstar der Literatur. Er versteht sich auf originelle Selbstinszenierungen. Dazu gehörte halt dann einfach auch noch eine bestimmte Performance von Autorschaft. Zum Beispiel als Bürgerschreck nackt baden zu gehen, Kunstreiten in Zürich auf dem öffentlichen Platz, das Eislaufen natürlich, was er ja auch Goethe beigebracht hat. Und das ist ein sehr, sehr modernes Verständnis, einfach auch ein mediales Verständnis von Autorschaft. Geschickt vermarktet Klopstock die eigenen Werke, wirbt um Mäzene und eine Leserschaft, die vorab kauft. Er hat zum Beispiel so Sachen angedacht wie Crowdfunding. Also hat gesagt, ich schreibe den zweiten Teil von Messias, wenn mich jemand unterstützen möchte vorher. Klopstock war eine Institution. Er hat ja die letzten 30 Jahre seines Lebens in Hamburg verbracht. Und viele weltreisende, berühmte Leute haben ihn also besucht als Institution. Brigitte Meixner läuft durch das Geburtshaus in Quedlinburg, das sie 20 Jahre lang leitete. Im ersten Stock betritt sie ein helles, großes Zimmer mit Blick zur Stiftskirche. Man kann davon ausgehen, dass hier Friedrich Gottlieb Klopstock in diesem Raum geboren ist. Am 2. Juli 1724 kam Friedrich Gottlieb als erstes Kind von 17 Geschwistern zur Welt. Die Familie war reich, angesehen und vom lutherischen Glauben geprägt. Hausfrau die Mutter, Jurist der Vater. Sein Arbeitgeber war das Damenstift, eine Lebensgemeinschaft unverheirateter Töchter des Hochadels. In Friedeburg, im Mansfeldischen, hat er dann eine Art Rittergut gekauft, also ein großes landwirtschaftliches Areal. Klopstock ist 8 Jahre alt, als die Familie 80 Kilometer östlich zieht. Auf dem Land genießt er alle Freiheit. Sowohl in der Erziehung als auch in der sportlichen Bewegung wie Reiten, Schwimmen, Schlittschuhlaufen. Klopstock war ja ein ganz wilder Schlittschuhläufer. Er hat nicht Schlittschuh, sondern Schrittschuh gesagt. Ne? Er schritt über das Eis. Durch Klopstock wird die Wintersportart populär. Zur Linken wende du dich. Ich will zu der Rechten hin, halbkreisend mich drehen. Nimm den Schwung, wie du mich ihn nehmen siehst. Also, nun fleug schnell mir vorbei. Friedrich Gottlieb ist 12 Jahre alt, als die Eltern nach Quedlinburg zurückkehren. Weil Vater Klopstock, man würde heute ganz salopp sagen, pleite gemacht hat. Verloren die Freiheit und das Familienvermögen. Ein Trauma. Gymnasium und Theologiestudium führen ihn nach Naumburg, Jena, Leipzig. Eine Hauslehrerstelle nach Langensalza. Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung. 1748 werden die ersten drei Messiasgesänge veröffentlicht. Der dänische König Friedrich V. schreibt eine lebenslange Pension aus, damit der Dichter den Messias vollenden kann. Klopstock zieht nach Kopenhagen. Ach, wie will ich Sittliedig lieben? Das sagt uns kein Dichter. Und selbst wir im Geschwätz trunkener Beredsamkeit nicht. Auf dem Weg in die neue Heimat lernt Klopstock Meta Moller kennen, die er in seinen Oden Sittli nennt. Sie verloben sich, heiraten, erwarten ein Kind. Doch Meta gebärt einen toten Sohn und stirbt im Kindbett. Im Rahmen seiner Gesamtausgabe hat er die Briefe seiner Frau abgedruckt. Noch im Jahr der Beerdigung, sie ist über den Jahreswechsel gestorben. 1770 übersiedelt Friedrich Gottlieb Klopstock nach Hamburg. 21 Jahre später heiratet er die sehr viel jüngere Nichte seiner verstorbenen Frau. Frankreich schuf sich frei. Des Jahrhunderts edelste Tat. Hub da sich zu dem Olympus empor. Ein Schwerpunkt seiner Altersarbeiten ist die Französische Revolution. Er befürwortet die Republik, verurteilt den Terror. Kennet euch selbst, 1789. Seine heitere Seite offenbart Klopstock in Beziehung zu seinen Freunden. Hamburg, den 7. November 95. Vor allem zu Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Wollen Sie Ihre Tollkühnheit des Nichtreitens fortsetzen?
Ihr Klopstock. Johann Wilhelm Ludwig Gleim ist Dichter, einer der größten bürgerlichen Literaturmäzene seiner Zeit. Sammler von Bildern, Büchern, Handschriften. Hier eine schöne Grußformel. Gleim lebt in Halberstadt, 2 Fußstunden entfernt von Quedlinburg, der Geburtsstadt seines Freundes Klopstock. Sie besuchen sich gegenseitig, unternehmen Ausflüge, Spaziergänge, führen eine rege Korrespondenz. Das Tolle an der Zeit in dieser Generation 1720 ist dieser spielerische Aufbruch, der heitere Aufbruch in der Kommunikation, der sehr viel ermöglicht, was vorher im Zeremoniell einfach nicht drin war. Ute Pott, Direktorin des Gleimhauses in Halberstadt, des ersten deutschen Literaturmuseums. Gleim und die Zeitgenossen, also Klopstock und die Freunde, haben das Briefschreiben revolutioniert und gleichsam damit auch erreicht, dass der Brief literarisiert wurde. Also es ist beides, sowohl für die Alltagskommunikation als auch für die Literatur werden wirklich ganz, ganz neue Türen aufgestoßen. Keine höfische Ansprache, keine Etikette, keine Rhetorik, keine Formeln. Dafür Gefühl, Scherz, Ironie. Die Freunde um Klopstock und Gleim sitzen zusammen, verfassen Gemeinschaftsbriefe, schreiben, wie sie sprechen. Mein liebster Ramler. Ich will Ihnen lieber sagen, dass ich Sie unendlich liebe. Nun soll Gleim fortschreiben. Nein, Klopstock, schreib du fort. Ich dächte, Gleim könnte nur fortschreiben. Nein, Ebert, schreib du fort. Billig sollte kein Mensch die Feder ansetzen. Man hat mir nur wenig Platz gelassen. Ich küsse und umarme Sie. Man merkt, dass Sie eine ungeheure Freude hatten am Rollenspiel und eben auch am Austesten dessen, was im Scherz möglich ist. Also bis hin auch zur erotischen Kommunikation. Oft liegen Beigaben im Brief. Bilder, Blütenblätter, Zeichnungen. In gewisser Weise haben wir die Idee von Facebook Gleim zu verdanken. Es entsteht eine völlig neue Freundschaftskultur. Quedlinburg, den 16. Juni 1750. Mein liebster Gleim, vergessen Sie nicht, zu mir auf einen Kaffee und auf einen Kuss zu kommen. Wie beim Facebook im 21. Jahrhundert ist auch im 18. Jahrhundert der Schriftverkehr zwischen den Freunden in gewisser Weise öffentlich. Das Netzwerk trifft sich und liest sich vor. Die Deklamation ist also gewissermaßen untrennbar von der Sprache. Diese ist ohne jene nur eine Bildsäule, keine wirkliche Gestalt. Lautes Lesen ist für Klopstock ein Muss. Eine frühe Form des Poetry Slam. Seine Oden stehen für Empfindsamkeit, für Rhythmus ohne Reim, für Gerührtsein und Bewegtwerden, seelisch und körperlich. Das war damals natürlich absolut aufregend, vor allen Dingen, weil er es auch an körperliche Prozesse, Atmung, Bewegung gebunden hat. Christiane Holm von der Universität in Halle. Also Metrik auch als etwas sehr Leibliches. Halberstadt, den 24. Januar 1803. Ich sterbe, lieber Klopstock. Als ein Sterbender sag ich, in diesem Leben haben wir für und miteinander nicht genug gelebt. In jenem wollen wir es nachholen. Die Muse hat mich bis an den Rand des Grabes begleitet und steht noch bei mir. Gleim. Er hat sich dann auch von Klopstock verabschiedet am Ende seines Lebens. Die Literaturwissenschaftlerin Ute Pott. Wenige Tage vor seinem Tod und was er nicht ahnen konnte, letztlich auch vor Klopstocks Tod. Friedrich Gottlieb Klopstock stirbt am 14. März 1803. Der jüngere Bruder eben, der in Hamburg auch lebte, der beschrieb diesen Trauerzug. Und er hat geschrieben, mehrere Zehntausende folgten dem Trauerzug und so eine großartige Beerdigung ist kaum einem deutschen Dichter vorher zuteil geworden. Brigitte Meixner. Die Schiffe hatten Halbmast geflaggt und die Glocken läuteten alle. Mit wonnevollen Hoffnungen die Abendröte kommt, mit frohem, tiefen Vorgefühl die Sonnen auferstehen. Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Friedrich Gottlieb Klopstock, der am 2. Juli 1724 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Internationale Vereinigung der Exorzisten. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.